Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind mit den Heimatgeschichten wieder für Sie unterwegs und zeigen Ihnen, was so los ist im Münchner Umland. Und diese Woche sind wir 40 Kilometer westlich von München, im Landkreis Fürstenfeldbruck, in Schöngeising. In der Gemeinde leben rund 2000 Menschen. Bürgermeister Thomas Totzauer hat uns unter anderem den Dorfladen gezeigt. Wir haben mitgegartelt in einer Staudengärtnerei und waren am bekannten Bauernhofmuseum, dem Jeckshof. Und heute dreht sich alles um eine Dame, die in Schöngeising wirklich jeder kennt. Und dieser Herr hier hat sie erfunden, Ulrich Nussmann. Ulrich, du bist ja bekannt für deine Ampernixe. Erzähl mal die ganze Geschichte, wie ist die entstanden? Also, das ist ja eine Schnitzarbeit, eine Skulptur, eine echte, aus echtem Schöngeisinger Holz von meiner Nachbarin. Es ist eine Thuje, eine 60 Jahre alte Thuje. Und es ist ein Erlebnis, aus einem Stück Holz eine Figur herauszuschnitzen. Und jetzt in dem Fall kam noch dazu, dass ich gedacht habe, die sollte schwimmen. Also das hast du dir vorher schon überlegt. Du hast gedacht, du möchtest irgendeine schwimmende Figur. Ja, also eine Nixe, die nicht schwimmt, das kann eine Nixe sein. Und dann sind es eigentlich drei Teile. Der Oberleib, dann dieser Fischschwanz und diese Flunke. Und das ist mir dann eigentlich ganz gut gelungen. Das nächste Problem war, wenn sie im Wasser war, ist sie immer umgekippt. Also muss man in ihr Hinterteil Eisen einfügen und am Kiel anschrauben, damit sie sozusagen schön im Wasser schwimmt. Ah, ist ja gar nicht so leicht, ja, verstehe. Ja, und dann, wenn sie schon mal da war, wollte ich einen Bezug zum Ort herstellen. Und dann bin ich mit ihr also durch den Ort getingelt und habe markante Punkte besucht und sie dort fotografiert. Und auch die Leute waren sehr nett, das war wie ein Türöffner. Also so wie man es hier sieht, da bist du mit dem Rad und hast sie hinten drauf gespannt, bist du durch den Ort gegangen. Ganz genau so. Okay. Und also die Kreise, es richtet sich nach dem Märchen dann, die wurden immer größer. Also am Schluss habe ich auch Sachen außerhalb, Jeckshof oder diese, wie heißen die Steine da? Naja, gut. Also du hast, aber dieses Märchen, was es jetzt hier gibt, das hast auch du geschrieben? Ja. Also hast du das dann erst geschrieben, nachdem du mit ihr die Orte abgegangen bist, oder gab es erst das Märchen? Ja, also das wächst zusammen. Ah ja, okay. Ja. Aber zu dem Märchen ist halt auch so, weil ich habe schon mal mit diesem Mann von der alten Utting verhandelt, ob die Nixe nicht dorthin soll. Auf das Schiff? Auf das Schiff als Objekt, als Kunstobjekt. Ja. Und das hat sich aber dann zerschlagen. Und dann ist mir die Sache eingefallen, wie man die einführen könnte, dass sie nach Schöngeising kommt. Und das hast du anhand des Märchens, dass es ein bisschen mit Schöngeising zu tun hat? Also das Märchen beginnt ja sozusagen im Ammersee, wo die Nixe mit den Fischen herumschwimmt und tollt. Wo sie sich die Uhrzeit von den Schiffen abschaut, weil die ziemlich pünktlich fahren. Und wenn ein Stegen um 4 Uhr einer fährt, dann weiß man, das ist 4 Uhr. Ja. Und dann hatte sie eben Sehnsucht nach dieser alten Utting und hat sich überlegt, sie zu besuchen. Und dann stieg sie in Stegen in die Amper, ließ sich durchs Moos treiben, durch Grafrath durch. Und in Schöngeising kam sie nicht mehr weiter, weil dort ein Kraftwerk ist und das Kraftwerk hat einen Rechen. Und da konnte sie sich einfach nicht durch. Und dann hat sie sich in dem Stausee vorher herumgetümmelt mit Enten und anderem Federvieh. Aber sie kam nicht weiter, bis ein starker Wolkenbruch mal den Wasserspiegel angehoben hat. Und dann ist sie schwuppdiwupp aus dem Gefängnis in die Amper und war sozusagen wieder frei. Aber, darum will sie ja nach München, wenn sie schon von der Amper ist, dann nimmt sie links die Kurve,
schwimmt rauf bis zum Kraftwerk, nimmt dort ein Wellnessbad im Strudel des Auslaufs, schläft sich auch aus und dann geht es weiter auf die Reise. Mhm. Und jetzt kommen eigentlich so Schöngeisinger Buben und die fangen sie mit dem Netz hinten am eisernen Steg. Und weil sie ja nicht recht wissen, was sie mit so einem Wesen machen sollen, sperren sie es erstmal ein. Und es geht aber gar nicht gut dabei und dann suchen sie doch Hilfe und finden auch jemand, einen Elternherrn. Und der geht dann mit ihr zu den Ärzten am Ort, also zur Tierärztin, die die angeschlagene Flosse untersucht, und zum Allgemeinmediziner. Und das hast du auch alles wirklich gemacht. Du bist durch den Ort gegangen. Ja. Da ist ein bisschen Realität und Märchen hat sich dann schon vermischt, oder? So ist es. Und diese Ärzte haben gut mitgemacht. Aha. Beim Tierarzt war es so, der hatte so junge Arzthelferinnen. Die waren gleich ganz begeistert von der neuen Aufgabe. Das ist wie Casting. Und na gut, dann nahm sie der ältere Herr zu sich nach Hause. Und dort hat sie dann die Wohnung erkundet und den Garten. Und später war sie neugierig, was auf der Straße alles vor sich geht. Und das war ja auch irgendwann zu wenig. Und dann macht sie die erste Runde, geht also die Holzhausenstraße vor bis Enterbruck, weiter bis zur Brücke und hinten über den Unterwirt wieder zurück nach Hause. Und dort erlebt sie allerhand Abenteuer. Und das steht auch alles hier drin? Das steht alles da drin. Und sag einmal, wo ist sie denn jetzt gerade? Also jetzt ist sie wieder dort, wo sie hingehört, aber nicht im Wasser, sondern an der Amper. Ah, okay, da liegt sie gerade. Da liegt sie und wartet, bis der Lockdown vorbeigeht. Und dann geht sie hoffentlich wieder zu Wasser. Mal sehen. Schauen wir mal. Aber jetzt will ich unbedingt noch sehen, was du hier noch so für Kunstwerke rumstehen hast in deinem Garten. Da machen wir aber erstmal schnell eine kurze Unterbrechung. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind in der Gemeinde Schöngeising und haben jetzt schon Melusine, die Ampernixe, kennengelernt. Jetzt zeigt uns der Künstler Ulrich Nussmann noch andere Werke, die in seinem Garten stehen. Ulrich, wie ist denn dieses Kunstwerk entstanden? Ja, das ist auch eine längere Geschichte. Also ich habe am Ort hier die Flüchtlinge betreut. Es waren drei Familien. Und es gab damals noch keine Busverbindung nach Fürstenfeldbruck. Also brauchten die Fahrräder. Und dann muss man halt manchmal aus zwei, drei Fahrrädern eines bauen. Ja. Und alles, was übrig blieb, ist jetzt in dieser Uhr drin. Ui. Ganz toll. Und sag mal, also warst du schon immer hauptberuflich Künstler oder was warst du beruflich? Hat das irgendwas damit zu tun, ist meine Frage. Also ich bin gelernter Feinmechaniker. Schon? Ah, da sieht man also schon, ne? Und dass dann, der Profi dran ist. Und dann war ich 30 Jahre im beruflichen Schulwesen. Und da gab es auch viele Projekte zu machen. Und erst seit ich pensioniert bin, habe ich Zeit, das auch mal wirklich Nutzloses zu machen. Verstehe. Oder Sinnloses. Oder Sachen, die Spaß machen. Ja, ja. Und es ist zum Beispiel so, die Uhrzeiger stammen von der alten Berufsschule in Fürstenfeldbruck. Ja. Die hatten also noch eine Analoguhr. Und die waren einfach zu schade zum Wegschmeißen. Und jetzt drehen sie sich nach meinem Gusto. Sehr gut, ganz schön. Und da hinten sehe ich auch noch was Interessantes. Zeig uns doch das mal. Also das war eigentlich so etwas Ähnliches wie eine Auftragsarbeit. Mhm. Es ging darum darzustellen, wie der Treibhauseffekt funktioniert. Mhm. Und dann soll es ja nicht nur theoretisch sein, sondern auch einen Bezug zu uns, zur Menschheit haben. Mhm. Und so sieht man jetzt hier mal die Nordhalbkugel mit Europa und dem bedeutenden Zentrum hier. In der Mitte. Ja, klar. Und dann für die SICK braucht man ein Treibhaus. Und in dem Treibhaus wird die Temperatur gemessen. Mhm. Es scheint rein, erhitzt die Luft, die warme Luft kann nicht raus. Und dann haben wir hier eine wesentlich höhere Temperatur als zum Beispiel bei unserem Denker
und dem Sonnenschirm. Ja. Der kommt nur auf 26. Ach, das sieht man mal. Und über das denkt er nach, in der Hoffnung, dass es nicht die Menschheit trifft. Ja, genau. Das heißt eben, weil das Treibhauseffekt ist ja bei uns auch wie so eine Glocke drüber dann. Genau so ist es. Ne? So eine Ozonschicht wäre sowas oder ein Smog. Mhm. Also das Licht kommt durch, aber nicht mehr zurück. Ja, und unten wird es dann warm, kann man sogar fühlen. Und was hast du noch versteckt hier für Schätze? Also hier habe ich noch eine Wasserstraße. Und zwar gab es mal eine Ausstellung im Jexhof zur Amper. Mhm. Und Schöngeising hatte ja eine Mühle an der Stelle, wo jetzt das Kraftwerk steht. Ja. Und da bot es sich also an, die unterschiedlichen Mühlräder darzustellen. Und zwar nicht als Modellbau, sondern stilisiert. Und das ist jetzt also ein Funktionsmodell. Zurzeit haben wir keinen Strom und kein Wasser. Aber wenn man da drauf drückt. Also hier, wenn Strom drauf wäre, würde man hier drücken. Genau. Und dann kommt hier Wasser raus. Okay. Und treibt das erste Mühlrad an. Mhm. Das nennt sich oberschlächtig. Mhm. Das geht nur zum Beispiel im Gebirge, wo große Höhenunterschiede sind. Ah. Dann fließt unser Wasser weiter, staut sich hier, wird hier hochgepumpt mit der archimedischen Schnecke, fließt dann ab auf dieses unterschlächtige, wo also das Wasser hier reinkommt und treibt dieses Mühlrad an. Mhm. Und wenn das Wasser dann schon mal in Schwung ist, dann treibt es auch das unterschlächtige Mühlrad an. Und wenn das Wasser weggeht, dann haben wir unten noch eine Turbine, die ist auch beleuchtet, nur heute nicht. Und dann kommt es wieder hinten hoch. Und dann kommt es wieder hinten hoch. Sehr interessant. Also du hast ja hier wirklich einiges zu bieten, Schätze, versteckt hinter irgendwelchen Garagentoren. Ja, also der soll nach Stuttgart. Mhm. Da gibt es eine Fachschule für Mühlen, Meisterschule in Müller. Und dann wäre das ein Lehrmittel für die an Ort und Stelle. Aha, ganz schön. Danke, Ulrich, dass wir mal hier bei dir sein durften. Total spannend, was du machst. War sehr interessant. Vielen Dank. Okay, ja, willkommen. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's aus der Gemeinde Schöngeising. Machen Sie es gut, Wiederschauen. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung Dahorn. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de